Sie sind manipulierbar. Sie nicken gerne ab, was von oben kommt. Sie mögen Geschenke und Privilegien. Kommen Sie doch in die Profipolitik. Willkommen im Lobbyland. Hier im Bundestag und in den Ausschüssen sollte die eigentliche Demokratie stattfinden. Aber nach über 18 Jahren Bundestag weiß ich, das ist eine Illusion. Die Entscheidung trifft nur die Bundesregierung. Die Mehrheitsfraktionen nicken es ab und die Opposition hat keine Chance. Die einzigen, die hier riesigen Einfluss ausüben, das sind die Profitlobbyisten im Auftrag der Großkonzerne. Eigentlich gewinnt derjenige mit der stärksten Lobby und mit dem meisten Vitamin B. Und der setzt sich durch in der Politik. Dass Merkel und Konsorten diese Demokratie umgewidmet haben, damit sie sich dem Markt unterordnet. Aber eine Demokratie und die Menschen haben sich nicht dem Markt unterzuordnen, sondern die Wirtschaft und der Markt hat sich den Menschen unterzuordnen. Transparenz ist der Selbstverständlichkeit. Und genau die führen wir ein. Aber damit verhindern wir keinen Lobbyismus. Damit verhindern wir keine Korruption. Und deswegen brauchen wir insgesamt Regeln. Aber keiner hier will das System wirklich verändern. Da müssen wir wohl ran. Aus Lobbyland ein gutes Land machen. Übrigens bin ich der Meinung, dass Profitlobbyismus zerstört werden muss. Danke, Mahlzeit.